So, jetzt geht es. Hoffig. Geil. Ist unglaublich. Jetzt hat erstmal getestet, ja. Weil mir reicht es langsam. Ja. Die müssen eigentlich vorher, naja, mit ihren Einstellungen, ja. Ja, mal jedet, mal nicht. Oh, Arschlecken, sag ich dazu. So, jetzt war ich beim Schuster. Komm da um 1:45 an, ne? 1:45 so in dem Dreh. Ja. Mit Fahrrad natürlich. Michendorf, ja. Oh, warte mal, ist das ein Fahrrad, was der machen sich da zurecht. Ist unglaublich, das Fahrrad. Aber ja, davon wollen wir jetzt nicht reden, sondern wir wollen ja, also, ich komme da an. Was steht da? Mittagspause. Nee. Mittagspause. Ich bin hier im Osten, Mann, ich vergesse das immer. Ja. Hier haben die noch Zeit, Mensch. Aber was jetzt passt auf? Mittagspause nur bis 14 Uhr. Ja, um 3 Uhr da. Da bin ich in der Apotheke. Ja, ich muss was gegen meinen Pilz tun. Ich habe Nagelpilz. An einer bestimmten Stelle. Seit bestimmt 20 Jahren. Hat mich nie gestört. Ich habe ja auch niemanden angesteckt. Ja. Was normalerweise nicht geht. Ja, ich war überall. Ja. Aber ich habe trotzdem keinen angesteckt. Ja. Bin so ja schlimm wie mit Leuten alles und durch mich wird keiner krank. Das ist die Wahrheit. Ja. Voll geil. So, das hat mich jetzt 25 Euro gekostet. Für den Nagelfilz meine ich, den ich da jetzt behandle. Weil, warum? Naja, kann man sagen, warum. Ich habe vor, mein Sexleben noch nicht aufzugeben. Ja. Obwohl ich natürlich sehr, sehr froh bin, sage ich mal, dass das bei mir nicht mehr so ist wie bei den meisten Leuten, die ohne Sex nicht können. Ja. So geil. Ja. Kenne jemand, der hat zu mir gesagt, ey, es geht nur ums Dings da. Ja? Ich will nicht dieses F-Wort hier brauchen, ich finde das scheiße. Ja? Habe ich zu ihm gesagt, na pass mal auf, ich bin richtig happy, ja, dass das bei mir nicht mehr so ist. Geil. Dass ich nicht mehr so den Drang habe, ja. Da sagt er zu mir, kannst du, nein, sage ich, kann ich nicht. Ich kann hier nicht wichsen. Warum nicht? Das geht nicht. Da meint er zu mir, ist doch hier privat. Ich sage, nee, ist nicht privat. So privat ist das nicht. Für mich. Da kann immer noch Schlüsselloch kicken. Und hier kickt man hier. Ja? Ja, müsst ihr mal sehen. Ja? Und wenn ich hier Licht anhabe, dann sehen die hier alles. Wo habe ich denn da eine Privatsphäre? Da kann ich nicht wechseln, Mann. Was bildet der sich ein? Ja? Verdient nicht. Und wenn ich wechsle, muss es mir auch Spaß machen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, so ist das. Ja, ein anderer hat mir erzählt, ist ja auch scheiße, ja. Hier kann ich das nicht, dazu reicht es nicht aus, ist nicht privat genug für mich und basta, ja. Ja, so ist das. Und zurzeit hatte ich auch gar keinen Drang danach. Ja, ich hab's ja gemerkt, hier vor ein paar Tagen war ich, ja, Silvester war ich alleine, ja. Ich hab die ganze Nacht Pornos gekickt. Die ganze Nacht. Und? Hat's mir was gemacht? Nö. Überhaupt nicht. Okay, wartet mal hier, Kinder. So. Ich habe ja jetzt Haut noch ja nie gezeigt, war, aber es ist so, jetzt ist mir ja, hey, das ist nämlich da. Hey. Warte mal sehen, ob man es sehen kann. Da hinten hängt sie. So, ja. Ist ja leider auch schon kaputt. Bei mir ist ja alles kaputt. Ne?
Ja, was? Meine Lederhose, da ist der Reißverschluss, da ist abgebrochen. Ich weiß ja nicht, wie das geht. Normalerweise bricht da so ein Ding nie ab. Ist richtig dicke, ja. Aber, was soll's? Ist mir doch scheiße, ja. Ja. Ja, Gott sei Dank funktioniert sie noch, ja. Allerdings werde ich demnächst natürlich auch da einen neuen Reißverschluss einnehmen lassen, ja. Allerdings kann ich nicht alles auf einmal, ja. Und hier bei meiner guten, das ist überhaupt geerdet, ist. Ist noch dran, ja. Hier, muss ich euch mal zeigen. Hier, seht ihr das? Ja, auch kaputt, ja. Versteht ihr? War ich natürlich! Das bin ich gewesen, ganz klar war ich das! Ja? Ganz komisch manchmal, wie die Sachen so plötzlich kaputt gehen, ohne dass, naja, ich will jetzt kein beschuldigen, ne? Sag ich mal, ja, weder Jochen noch irgendeinen anderen, meistens ist es so, dass ich es selber bin, der was kaputt macht, ein anderer macht ja nichts kaputt, ich bin ja der einzige Kaputtmacher. Aber ich sag euch was, was ich kaputt mache, wird hinterher besser. So, jetzt hab ich lange genug gequatscht, ja. Bin schon wieder ein bisschen auf 180, weil ihr könnt euch ja vorstellen, ich bin ja, ich bin 1349 in der Apotheke, ja. Da musste ich mir erstmal anhören, als der angerufen hat, ich soll das Handy ausmachen. Ich habe nur gesagt, dass ich nicht telefonieren, da hat Jochen gerade angerufen. Ja, da habe ich gesagt, ich kann, also ihr müsstet mal auf der von der Richtung, das ist unglaublich, weil ich das jetzt, also sortiert. Also passt auf, ich gehe in die Apotheke. Erstens mal sind da, war da richtig Betrieb, ja, und die nehmen sich da auch wirklich viel Zeit für die Leute, ja. Sag ich mal, zwei waren da vor mir, ja. So, habe ich mir nicht bei gedacht, ja, warte. Dann war das dann rief auf einmal Jochen an. Wo ich bin? Ich sag, ich bin in der Apotheke. In der Apotheke bin ich, in Michendorf. Ich kann meine Schuhe nicht abgeben, erst um 14 Uhr. Oh, das ist geil. Da kommt, da sagt so eine blöde, kleine F-Frau, ja, mit Brille, ja, ich soll das Handy ausmachen, sagt die zu mir. Ey, ja, nicht schnell die ganze Schnauze hier. Nein, ihr wisst ja, hauen tue ich ja nicht. Jedenfalls habe ich dann zu Jochen gesagt, du, was soll ich so das Handy ausmachen, und hab aufgelegt, ja. Ja, jetzt geht's ja weiter, ja. Ich stehe da immer noch und warte, dass ich mir endlich mal rankomme da, weil, naja, ich warte nun mal nicht gerne, wa? Als ADHS-Mensch ist es sowieso sehr schwer mit dem Warten, ja. Ich soll mich da nicht immer drauf rausreden. Aber mache ich das. Ganz frech wie ich bin, rede ich mich drauf raus. Ja. Da muss ich euch immer noch eine andere Story erzählen. In der Apotheke hier, ne? Die hier im Ort ist, ne? Da habe ich, bin ich Grinia, hab ich gesagt, ich möchte ja eine Ritalin da, bestellen. Und zwar, geil. Bitte hier. Ja? Habe ich erst mit einer anderen da gesprochen und nicht Kapizier sagt, ich möchte das gerne bestellen, dann wenn ich ein Rezept habe, dass ich das hier einlösen kann und nicht in Berlin. Ja? Ich kann zwar in Berlin auch, ja, und zwar gleich im gleichen Haus, habe ich eigentlich auch so vorgehabt. Aber ich glaube, das macht keinen Unterschied, weil diesmal ist es ja jetzt ein normales, also da müsste ich mich nochmal erkundigen, ob ich hier in Brandenburg das auch einlösen kann, weil die kosten nicht nur 7,20 Euro, ne? Von Dreierpack hier. Wartet mal. Geil. Wo ist er denn?
Habe ich jetzt gerade nicht vor. Ich habe so einen Dreierpack gehabt. Ja? Ah, sechs, und das Schärfste ist, in der Seite zu dir, es rauscht, blick bestellt. Auf immer kommt so eine Blonde von der Seite und sagt zu mir, nee, nee, damit will ein Rezept sein. Weil die hat nicht zugehört. Na klar, hätte ich gerne ein Rezept gebracht. Ja? Ich wollte nur ihren Gefallen tun, ja, und die eben hier abholen, weil ich ja hier wohne. Den Laden mit dieser Apotheke betrete ich nie wieder. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Nie wieder werde ich in diese Apotheke gehen. Die hätten heute zum Beispiel 26 Euro bei mir verdienen können. Denn, ja? Sind Sie den Nagelfilz, soll ich den nicht in Michendorf holen? Ich lasse mich doch nicht verarschen. Genauso, ich dachte, ess mal was. Currywurst oder so. Da muss ich echt gestehen, diesmal war ich richtig rassistisch. Ja? Ich gehe da an den Currywurstladen ran, ja? Und frage, ist das hier in deutscher Hand? Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Die sagt, nee, bin gleich wieder gegangen. Bin gleich wieder gegangen, mir reicht das jetzt. Ja? Genauso da auch, wo ich in Berlin war, da am Bahnhof da. Ja? Ey, man wird nur noch verarscht, Mann! Was schwimmen die alle rum hier? Ja? Gut, okay, das war jetzt rassistisch, ja, von mir, aber nicht wirklich, weil ich habe mir die Olle angekickt, bin, ja, da brauchte ich nicht mal mehr auf die Fingernägel kicken. Und ich habe auch nur deswegen was gesagt, weil da chinesische Pfanne dran stand. Da hatte ich schon wieder kein Vertrauen. Ja? Ich muss mir, weil ich wollte eine Currywurst haben. Eine ganz normale deutsche Currywurst. Ja? Mit Ketchup und so weiter. Ja? Aber Ketchup, der schmeckt und der schmeckt ja hier nicht. Also war das schon mal ganz gut so, dass ich da nicht essen konnte? Ich habe jetzt schon wieder, ich habe schon wieder das Essen vergessen. Geil. Irgendwann wiege ich bloß mal 30 Kilo oder so. Nein, ich passe schon auf. Nicht ins Wesentliche. Ja, da hat die gedacht, ich will die so haben, wenn die wüsste, diese kleine Drecksau. So eine Blonde, eine echt hübsche. Eine hübsche, aber mir scheiße, ja, weil warum? Schönheit ist vergänglich. Bei den meisten jedenfalls. Bei mir natürlich nicht, aber bei den meisten anderen auf jeden Fall. Kenne viele, die nicht mehr schön sind. Geht aber mal warnen. Dann haben sie irgendwann was gemacht. Irgendwann mal. Und schon ist die Schönheit weg. Ja, bei mir bleibt die. Warum? Naja, ich achte drauf. Okay, ciao.